Straßengelände. Ja, umso schneller er laufen muss eigentlich, umso besser geht es ihm. Wie gesagt, er ist manchmal ein bisschen speziell, aber hier in Marbach, das liegt ihm eigentlich immer gut. Und wenn er ein bisschen galoppieren muss oder auch darf, dann ist es ihm angenehmer in der Prüfung. Und wie war der Kurs zu reiten? War er eher anspruchsvoll oder ging's? Nee, ich glaube, für Anfang des Jahres ist der Kurs sehr gut und sehr geeignet, weil es nicht zu schwer ist. Und mit den ganzen Hügeln, das gibt nochmal konditionell ein bisschen Schub. Aber die Zeit ist sehr, sehr schwer zu kriegen. Aber sonst ist es eigentlich immer ein schöner Kurs. Schöne Hindernisse, alles drum und dran, die Atmosphäre und alles. Sehr schön. Und wie geht es jetzt weiter Richtung EM? Fehlen noch Qualifikationen? Ja, ich gehe in 2 Wochen nach Saumur in Frankreich. Da geht eine lange 3 Sterne. Und dann muss ich schauen, wie es weitergeht. Vielleicht noch Lomülen, die 3 Sterne oder sowas. Ist noch offen. Dann weiterhin noch viel Erfolg. Dankeschön. Thank you.